Willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch mal die ideale Schule nach Jean Piaget vorstellen. Und dabei würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns unterstützt. Und das könnt ihr machen, indem ihr jetzt einmal in die Videobeschreibung geht. Ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Da haben wir nämlich ein Buch über Jean Piaget verfasst. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Da gibt es alles rund um die Erklärung, die Biografie, aber natürlich auch das gesamte Stufenmodell. Unter anderem auch, wie man die ideale Schule nach Jean Piaget versteht. Dabei möchten wir heute darauf eingehen, wie Piaget sich eine idealtypische Schule vorstellt. Und dazu fragen wir uns natürlich, wie gestaltet sich eine ideale Schule nach Piaget? Unter anderem durch die zahlreichen Spiele, die Piaget in seinen Modellen erstellt und darstellt, können Handlungsweisen für eine idealtypische Schule abgeleitet werden. Wir wissen das in der dritten Stufe nach Jean Piagets Stufenmodell. Es gibt ja insgesamt 4 Stufen. Geht Piaget darauf ein, dass es verschiedene Spiele, unter anderem Regel- oder Konstruktionsspiele gibt, die die Denkprozesse und die Denkweisen der einzelnen Kinder fördern. Aber auch in der 4. Stufe der formalen Operation finden wir die Idee von verschiedenen Strategie- oder fortgeschrittenen Konstruktionsspielen vor. Und diese Ideen, dieses Spiel, diese Anregung, etwas Besonderes zu erschaffen, beziehungsweise sich so gewisse Denkprozesse zu erschließen, diese Idee kann man natürlich auch idealerweise dann ummünzen und darauf zurückführen, wie eine idealtypische Schule nach Jean Piaget aufgebaut ist. Unter anderem lässt sich dadurch 5 zentrale Devisen, zentrale Dogmen ableiten. Es muss allerdings hervorgestellt werden, dass Piaget natürlich nicht als Ziel hatte, eine idealtypische Schule zu designen oder vorzustellen, sondern dass sein Ziel natürlich war, idealerweise das gesamte Leben, die gesamte kognitive Entwicklung des Kindes darzustellen, beziehungsweise dann auch später des Erwachsenen. Also das kurz als Abgrenzung. Das, was wir hier vorstellen, sind lediglich Ableitungen, die aus Piagets Handlungsweisen entstanden sind. Wichtig ist dabei nach Piaget, dass eine Anregung durch Materialien und eine Auslösung von Denkprozessen stattfindet. Das heißt, er geht davon aus, dass verschiedene kognitive Konflikte erst dann entstehen können, wenn das Kind oder auch später dann der Jugendliche oder Erwachsene in Kontakt mit bestimmten Materialien kommen. Denn erst diese Materialien provozieren einen gewissen kognitiven Konflikt. Und für Piaget ist es ja ein zentraler Punkt, und der in der kognitiven Entwicklung immer weiter fortgeführt wird, dass kognitive Konflikte stattfinden. Und diese kognitiven Konflikte müssen natürlich erstmal angeregt werden, und das findet nach Jean Piaget dann eben durch verschiedene Materialien statt. Unter anderem, wenn man das ganz klassische Beispiel der Invarianz der Menge nimmt, dann muss das stattfinden, indem man verschiedene Größen, also die Ordnung nach Dimension, Seriation, asymmetrischer Relation, dass das stattfindet, zum Beispiel durch verschiedene lange Stäbe, um das als ganz klassisches Beispiel anzuführen. Außerdem ist für ihn wichtig, dass keine Überforderung für das Kind entsteht. Das heißt, man muss stets auf einem angepassten Niveau agieren. So ist es für die Schule dann dementsprechend wichtig, dass das Kind nicht mit zu wichtigen Aufgaben betraut wird oder dass das Kind mit Aufgaben betraut wird, die es eigentlich gar nicht imstande ist zu lösen, sondern dass es keine Überforderung für das Kind entsteht und dass das Kind praktisch auf einem gewissen Niveau agieren kann. Und dementsprechend haben wir hier auch schon die 2. Handlungsdevise nach Piaget, dass eben keine Überforderung in diesem Modell stattfindet. Außerdem ist es so, dass Gespräche mit Älteren kognitive Konflikte anregen. Wir hatten es gerade ja schon mal hervorgestellt, dass kognitive Konflikte zentraler Bestandteil der Entwicklung, der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget sind. Unter anderem ist es für Piaget dabei sehr wichtig, dass das Kind sich dann auch mit Älteren unterhält. Und das ist natürlich idealerweise schon in der Grundschule möglich, aber auch auf der weiterführenden Schule. So können Kinder nämlich da lernen, sich optimal mit Älteren auseinanderzusetzen und nicht nur im Konflikt mit den Lehrern, sondern auch mit älteren Schülern schon neue Denkweisen annehmen bzw. ihre eigene Denkweise anpassen. Und das sind natürlich idealerweise Möglichkeiten, die dazu führen, dass das Kind sich schneller entwickeln kann. Außerdem ist es so, dass die Kinder ihre Lernfähigkeit vertrauen müssen. Das heißt, die Kinder müssen lernen, dass sie praktisch eine gewisse Fähigkeit zum Lernen haben und dass sie dieser Fähigkeit auch vertrauen können.
Und wenn dieses Vertrauen entwickelt ist, dann ist Piaget der Überzeugung, dass das Lernen besser stattfinden kann und idealer vorangehen kann. Und das ist natürlich ein sehr fördernder, entwicklungsfördernder Prozess, der dann in der idealtypischen Schule nach Piaget gewinnbringend eingesetzt werden kann. Und zuletzt stellt Piaget noch hervor, dass das Lernen aktiv stattfinden muss. Als Negativbeispiel führt er hier an, dass es den Nürnberger Trichter gibt. Das ist praktisch Frontalunterricht. Man hat sozusagen das Bild, man macht den Kopf des Schülers, der Schülerin auf, kippt dann den ganzen Lerninhalt durch einen Trichter und irgendwie setzt sich dann alles fest und da macht man den Kopf wieder zu. Das ist ein ganz altes Modell, das überfordert und natürlich auch überholt ist. Und Piaget stellt da insbesondere auch im Vergleich zu seiner Zeit eine sehr wichtige Prämisse auf. Er sagt nämlich, Lernen muss aktiv stattfinden und Lernen darf auf keinen Fall ein passiver Prozess sein, so wie das beispielsweise der Nürnberger Trichter vorsieht. Also das hier auch noch wichtig für Piagets idealtypische Schule. Wir wollen euch aber jetzt auch noch einen wichtigen Merksatz mit an die Hand geben, der euch sicherlich hilft, wenn ihr euch demnächst mit den idealtypischen Schulen beschäftigt. Das Modell bietet viele abzuleitende Dogmen für die Lehre in der Schule. Das heißt, man kann vieles daraus ableiten, man kann viele Handlungsweisen ableiten, so wie wir das gerade auch schon gemacht haben. Es war allerdings nicht das primäre Ziel von Piaget, eine solche idealtypische Schule zu erschaffen. Das ist ganz wichtig, wenn man sich das im Vergleich zu Maria Montessori oder Kohlberg anguckt, finden wir hier bei Piaget nicht den eindeutigen Willen vor, dass eine idealtypische Schule geschaffen wird. Natürlich ist die Möglichkeit dazu definitiv da, weil das Modell eben so umfassend ist und weil es auch solche zentralen Möglichkeiten gibt, gewisse Handlungsweisen hervorzustellen. Allerdings ganz wichtig hervorzuheben, dass das nicht das primäre Ziel von Piaget ist und dementsprechend, falls ihr das in einer Klausur erwähnt, dass man das ja in gewisser Weise so ableiten kann, dass das auch immer hervorgehoben ist. Und damit wollen wir das Video letztendlich auch schon beenden. Wir wollen euch aber jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was denn überhaupt die idealtypische Schule nach Piaget beinhaltet. Einerseits ist es so, dass eine Anregung durch Materialien stattfinden muss. Das heißt, er geht davon aus, dass kognitive Konflikte zentraler Bestandteil sind. Später sollen diese dann auch durch Gespräche mit älteren Schülern, Schülerinnen oder natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen stattfinden. Außerdem darf keine Überforderung für das Kind passieren. Wichtig ist, dass das Kind stets auf einem angepassten Niveau agiert und dementsprechend niemals überfordert wird und so kognitive Konflikte entstehen, die nicht lösbar sind. Das ist also auch sehr wichtig. Außerdem müssen die Kinder lernen, in ihre eigene Lernfähigkeit zu vertrauen und dementsprechend effektiv zu lernen. Außerdem muss Lernen ein aktiver Prozess sein, der hier im Gegensatz zum Nürnberger Trichter weitaus aktiver stattfinden soll. Und damit möchten wir uns jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Video gewidmet habt. Falls euch noch mehr zu Piaget interessiert, guckt gerne mal in die Playlist rein, die haben wir euch in der Infocard verlinkt. Und ansonsten lasst gerne ein Like da, kommentiert, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik habt und lasst gerne auch ein Abo da. Haut rein und ciao!